Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Das letzte Mal hatten wir ein paar Minigames gemacht und wir haben uns dann diese Katzenblume auf den Pflanzen auf dem Wasser-Dings gekauft. Und die wollen wir jetzt mal im Adventure testen. Cattail hieß sie und die hatte uns 10.000 gekostet, deswegen wird die hoffentlich cool sein. Das hier wäre unsere Auswahl. Es ist ja auch egal, wir wollen ja nur die Lilycat spielen, okay? Das besonders coole an ihr ist ja einfach, das muss man ja sagen, dass sie angeblich egal welche Lane angreift. Das Doofe ist jetzt natürlich irgendwo, dass wir noch in der Nacht spielen, deswegen haben wir nur die Pilze und so. Aber ich meine, für euch ist ja egal. Ich cutte und auf einmal, boom, ist dann Lilypad mit einer Cattail drauf oder so. Ne? Ganz bestimmt ist der nächste Cut dahin. Leute, wenn ich sage, der nächste Cut ist dahin, dann ist doch der nächste Cut dahin. Guckt euch, oh mein Gott, seht ihr das an, wo sie überall hinschießt? Könnt ihr es sehen? Ich auch nicht. Also, ist das nicht, ist das nicht geil? Also es wird wahrscheinlich wirklich geil sein, aber wir sehen halt nichts. Und wir haben auch nichts für hier gegen den Nebel mitgeholt. Upsi. So, jetzt haben wir hier zwei, die alles wegschießen, was wir nicht sehen. Ist das nicht cool? Bam, bam, bam. Oh, wir haben eine Münze bekommen. Danke, danke, Cattails oder wie ihr heißt. Hab euren Namen schon wieder vergessen. Hier oben können wir sehen, wie die getroffen werden. Oh, 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 da ist es an deinem Kopf vorbeigeflogen. Du sollst schon treffen, Bro. Das ist ja jetzt nicht gut von dir. Also das ist halt schon broken, ne? Selbst von hier hinten. Die schießen über die ganze Map, über die ganze Lane. Über, also, krass. Fliegende Gegner, die geben einen Fick. Wahrscheinlich können die auch noch rückwärts schießen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das so ist, aber es würde mich nicht wundern, wenn das so wäre, wenn die sogar, ja, eine krasse Kurve damit schießen können. Dann zeiget mir die letzte Welle! Vier Katzen und vier Three-Peter. Und natürlich hier eine Frontline, davon nicht vergessen. Aber wir hören ja, ob die überhaupt so weit kommen. Die schießen natürlich auch irgendwo, aber wir hören ja die Fress-Sounds, falls sie da sein sollten. Hier oben sehen wir, das ist halt geschenkt. Das ist halt geschenkt. Ups, da habe ich schnell drauf geklickt. Hello, this is your mother. Please come over to my house for meatloaf. Leave your front door open and your lawn unguarded. Sincerely, Mom. In Klammern, not the zombies. Es regnet. Warum wurde es auf einmal dunkel? Oh, das kann nichts Gutes heißen. Ich hoffe, du überstehst die Nacht. Okay, hier sind einige Zombies. Es regnet. Gewitter. Oh nein. Das ist Bowling. Oh. Sau cool. Wir sehen nicht die ganze Zeit. Okay, da bringt mir der Blower gar nichts. Der kann mir mal einen blowen, der Huf. Hätte ich es fast gesagt. Ich hätte es fast gesagt, Leute. Ich hätte fast das, ne, das Wort gesagt. Was hat nochmal die Starfruit gemacht? Ich glaube, der hat einfach so in alle Richtungen geschossen, ne? Kaktus hat... Oh mein Gott, ich weiß schon nicht mehr, was die Hälfte gemacht hat. Oh mein Gott, ich setze den Kaktus einfach dahin. Schieß! Hä? Jetzt schießt er. Warum hat er denn so lange gebraucht, um zu schießen? Hä? Schießt er vielleicht nur, wenn er trifft oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, was die Frucht macht. So ein Ärger, das ist natürlich doof. Egal, wir setzen mal hier einfach die Lilypads. Was bringt... Der Blower bringt mir gar nichts, oder? Ich setze den mal. Nee, okay. Ich wollte es nur mal gesetzt haben, weil warum ist er hier, wenn wir keinen Nebel haben? Wäre meine Frage gewesen. Und die Antwort ist... Ja, ich habe die Antwort nicht. Der Magnet hat er irgendwas mit den Dingern gemacht? Ah, der zieht einfach den Helm ab. Okay. Die Idee der Map ist super geil. Finde ich wirklich cool. Es... Prockt mir ein Ticken zu oft in das Dunkle. Aber vor allem nervig ist es halt, glaube ich, für die Aufnahme gerade, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß dann nicht, wann die Sterne jetzt schießen und wann nicht. Also womit das zusammengehangen hat. Und was es mit dem Blower auf sich hat, frage ich mich zwar tatsächlich gerade wirklich. Aber es ist, was es ist. Ich spiele gefühlt schon 100 Stunden auf dieser Map. Und jetzt kommt erst die erste Huge Wave. Naja. Dann kommt mal. Ich hoffe, euch gefällt, was ich euch hier zeige. Ne? Also hier Sounds und so. Ich sehe... Ich weiß nicht, ich kann mir das natürlich auch merken. Das macht das Kommentieren auch nochmal schwerer, ne? Man muss hier natürlich drauf aufpassen, damit man weiß, wo man was hinstellen kann. Aber ja. Einfach... Es ist ehrlich gesagt egal. Wir stellen einfach sonst wohin. Wir heben die Münzen auf. Ich drücke einfach irgendwo hin. Das hat ja auch gerade nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun. So, ich stelle einfach nur noch die Pflanzen. Das ist auch geil, wie die Musik kommt. Und dann bricht sie ab, weil ich weiß nicht, ob die direkt tot sind oder... Ich erkenne ja nichts. Oh Mann, komm. Dann mehr Blowers. Jetzt macht mal die Dunkelheit weg, ihr Blower. Blast die Dunkelheit weg. Blast der Sonne ein, damit die wieder am Zenit steht. You know what I mean. So, es wird Zeit für die Final Wave, oder? Wie ihr seht, seht ihr wieder nichts.
Ja, vielleicht kommt da irgendwann noch eine Pflanze. Also ich hoffe wirklich, dass das nicht öfter vorkommt, weil das würde ich, glaube ich, dann wirklich offline spielen. Das kann ich mir hier nicht antun mit einer Aufnahme und so. Also das hat ja gar keinen Sinn. Man erkennt ja einfach gar nichts. Ihr seht auch nur, dass ich irgendwo hinklicke. Ihr seht gar nicht, was ich genau mache. Hier ist auch... Also der Modus ist... Oh, ich bin schon wieder einfach drauf gegangen. Ich bin einfach zu schnell. Meine Finger sind heute... Ich bin ein bisschen unruhig. Ne? Wird mal wieder Zeit für... Ne? Ihr wisst schon was. Cabbage pulled. Hurls cabbages at the enemy. Okay. Klingt jetzt recht Standard, gebe ich zu. Aber sieht trotzdem cool aus. Nur wenn man bedenkt, was wir hier alles für crazy Zeug bekommen haben, klingt das gerade wirklich nicht besonders. Aber vielleicht ist es ja sehr cool. Oder wir erleben eine neue Map. Wow, wir haben sogar einen Weg auf unser Dach gefunden. Ah, hier müssen wir die Cabbage Pulls wegen... Ah, okay. Also, wieder mit einer neuen Mechanik zu tun. Was ist das für ein Typ? What is this guy doing? Bungee-Zombie. Okay. Also ich spekuliere mal, dass man auf der rechten Hälfte die Leute nicht treffen kann, erst wenn die auf unserer Hälfte sind. Außer man schießt halt irgendwie im Winkel. Und ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viele Karten frei. Eigentlich nur noch eine Reihe, weil die unterste wird wahrscheinlich alles für Gekaufte sein. Ist aber auch geil, dass wir uns jetzt das Cattail gekauft haben und jetzt keine Lilypads mehr stellen können. Fuck this game. Dann wäre das hier unsere Auswahl. Es ist sehr grün. Aber ich bin ja auch hier für meinen grünen Daumen bekannt, ne? Los geht's. Oh, okay. Wir können die auch gar nicht überall hinstellen. Ergibt natürlich Sinn. Pflanzen, ne, können... Ah, auf meinem Balkon wachsen die auch einfach zwischen den Steinen. Warum kann ich das nicht hier? Kommt hier auf dem Dach mehr Sonne? Aber coole Idee. Ich weiß nur nicht... Wann die dann schießen, ne? Kann ich den irgendwo hin? Das geht nicht. Ich kann nur in die Flower Pots. Okay. Das ist interessant. Dann mache ich mal einen Cabbage Pull nach hier. Und das schießt auf jeden Fall schon mal bis dahin. Okay. Ist die Frage, wenn ich eine normale Pflanze hier vorne hinsetze, trifft die den schon? Falls ja, trifft die auch hier? Oder sind das unterschiedliche Winkel? Das ist die Frage, ne? Aber erstmal jetzt hier langsam, Step by Step, und sobald wir genug Sonnenenergie haben, können wir ein bisschen ausprobieren. Oh, die Frage ist halt, machen die Zombies, wenn die hier rankommen, diese scheiß Töpfe kaputt? Das wäre halt ein richtiger Tilter, ne? Ich glaube nicht, dass sie es tun, weil es, glaube ich, dann zu schwer wäre. Aber ich fände es cool, wenn sie es täten. So, wir setzen mal einfach einen nach hier vorne. Der trifft schon mal. Okay. Trifft denn einer aus der zweiten Reihe? Ja, der trifft auch. Trifft denn einer aus der letzten Reihe? Das testen wir dann als nächstes. Der schießt gerade... Also nur zwei Dinger gehen die hoch, oder wie? Interessant. Das ist gut zu wissen. Landet da jetzt der Bungee-Jumper? Lol, richtig cool. Hä, aber er bleibt da... Der klaut die Töpfe! Wie cool ist das denn? Super cool! Und die fressen die Töpfe! Oh mein Gott, das ist super, super cool. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott. Super cool. Als nächstes kriegen wir bestimmt Pflanzentöpfe als Belohnung von dieser Mission. Oh mein Gott, wie cool. Ich küsse eure Augen. Also die von den Entwicklern, nicht von euch Zuschauern. Gefällt mir super gut. Super, super cool. Jetzt wäre diese Cat-Lily natürlich noch geiler, die über die ganze Lane einfach so schießen. So. Aber das ist super cool. Okay. I love it. I like it. Und die finale Wave. Und hier kommt jetzt der Bungee-Jumper. Ich weiß halt nicht... Greift er einfach? Werden die einfach immer nur gecatcht? Ich weiß jetzt nicht, ob man die irgendwie ein bisschen aufhalten kann. Aber der hat die... der landet da. Das heißt, man könnte da schnell was opfern, damit er den Blumentopf nicht klaut. Der hat nur die Blume rausgeholt. Ich sehe und verstehe. Das Coole ist halt auch an dieser Map, dass man jetzt eigentlich in der ersten Reihe keine Verteidigung will, damit man hier diese vier Felder zum Beispiel mit einem Three-Peter trifft. Gleichzeitig will man ja vorne, was habe ich gesagt? Vorne eigentlich nicht die offensivsten Sachen haben, sondern eigentlich die Verteidigungslinie. Also, coole Idee, wie hier variiert wird und so. Also, ich bin begeistert. Super cool. Und dann schnappen wir uns den Blumentopf. Flowerpot, let's you plant on the roof. Wir sind einfach in den Shop gepusht worden. Was hat er denn Neues? Nix außer den Roof Cleaner da. Ist halt... hier gibt's Next. Die können wir auf die Spike Weeds machen. Dann werden die zu Spike Rocks. Cool. Und hiermit können wir Magneten in Goldmagnete machen. Die sammeln dann die Münzen und die Diamante ein. Aber das mache ich ja jetzt per Hand. Also. Und die sieht man ja auch fast. Also einen Diamant sieht man immer. Wenn man einen Diamanten übersieht, dann ist man selber schuld. Aber wir haben tatsächlich nicht wirklich Geld. Von daher... Egal.
könnten uns nur die Teile für den Pool kaufen, aber machen wir jetzt eh nicht. Die gegnerischen Zombies sind wieder relativ normal, wie beim ersten Level. Und das ist unsere Auswahl. Jetzt wird uns sogar schon die vorderste Reihe genommen. Das ist jetzt frech. Also das ist wirklich frech. Das sind halt auch nochmal mehr Kosten, ne? Wir müssen dann noch 25 mehr bezahlen. Und das mal 5. Also. Heißt aber auch für mich, ich werde die Katapultdinger immer in der letzten Reihe stellen, damit wir die Blumen, die nicht so gut hier oben sind, dann für die vorderste Reihe habe. Ich weiß halt nicht, ob das Sonnenblumen-Upgrade als nächstes relativ nützlich wäre. Das Problem an den Upgrades ist halt immer, die kommen so spät, ne? Also klar, es ist cool, mehr Sonne zu verdienen und so, aber wenn ich das Upgrade jetzt dabei hätte, jetzt könnte ich das noch immer nicht einsetzen. Kostet zu viel. Ich muss erstmal eine Verteidigungslinie auf jeder Seite hinkriegen und sowas. Und ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das leisten kann, die Teile abzugraden, ich gar keinen wirklichen krassen Sonnenverbrauch noch habe. Weil bisher war es eigentlich immer so, dass uns einige Blumen da echt gut gecarried haben und wir nicht gedacht haben, scheiße, ich brauche mehr Sonne, weil ich komme nicht hinterher, sondern lol, drei Pflanzen von mir töten alles. Ausnahme wäre natürlich, wenn das Sonnenblumen-Upgrade keine extra Pflanze ist, sondern die Blume irgendwie ersetzt. Also, dass ich das nicht auf die draufziehen muss, sondern die stattdessen pflanze und die wie die Pilze nach einer Zeit einfach automatisch so groß sind. Aber das glaube ich nicht, weil die Upgrades bisher immer einen Upgrade auf die Pflanze drauf waren. Wobei es hier jetzt ab dem Zeitpunkt schon cool wäre, wenn wir jetzt hier die upgraden könnten, weil wir hier natürlich jetzt viel Spielraum haben auf kleinem Felde. Ah, ich weiß es nicht. Umso kleiner das Feld, umso weniger Sonnenblumen kann man ja theoretisch pflanzen. Und dann wollen wir natürlich effektivere pflanzen. Warte, kann ich das? Oh mein Gott, ich kann das ja komplett ausweiten hier. Ach, du Kacke. Ja, dann ist das ja easy peasy. Whoopsie. Oh, jetzt haben wir aber ein Problem gerade. Machen wir mal hier einen Doppelschießer hin. Kommt, nimm weg. Danke. Und jetzt noch das Gatling-Gun-Teil. Komm, komm, komm. Baller den weg. Baller den weg. Baller den weg. Danke. Oh mein Gott. Kurz das hier dahin. Da springt er drüber. Komm, gib mir die Sonne. Oh mein Gott, meine Sonne sackt. Jetzt. Mach bum, 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 bum. Viermal, viermal. Danke. Oh, das war knappi Casino. War so begeistert davon, dass ich hier oben noch auf der Fläche bauen kann, dass ich den Rest vergessen habe. Ich glaube, ich werde das Sonnen-Upgrade als nächstes anpeilen. Ich glaube, das hat Potenzial und es wird mich entweder enttäuschen oder richtig krass überzeugen. Alter, das ist fies. Was kann ich dagegen jetzt machen? Ich könnte einen Kürbis drum setzen, wenn ich den equipped hätte, oder? Oder wenn ich genug Schaden habe. Aber das ist schon brutal, da einfach eine Dreierpflanze, einen Repeater zu verlieren. An einem Bungee-Jumper, dem Wichser. Krass. Ja, vermutlich können die schnell genug Schaden kriegen oder so, würde ich jetzt denken. Was auch interessant wäre, wäre so ein Upgrade für hier die Schaufel, dass man die nicht nur verschwinden lässt, sondern so 50% seines Geldes in der Sonne zurückkriegt oder so. Das wäre auch cool. Was passiert hier? Final Wave oder was? Naja, das sollte passen. Ich denke nicht, dass hier die unterste Reihe hat zum Glück den, der viermal schießt. Da ist auch alles chillig. Gut, die setzen dann hier halt Zombies ab. Ich will ein Dach mit einem Pool, okay? Ich will ein Dach mit Pool. Wo Dach mit Pool? Mann, ich bin halt nicht so reich wie... Mann. Was ist das denn für ein Teil? Ein neues Katapult auf jeden Fall. Ist das ein Maiskolben? Yes, ist es. Ah, das sieht jetzt auch ganz anders aus als ein klein. Whoopsie. Ich hatte gedacht, der guckt so richtig grimmig, aber der guckt so voll so... Hilfe. Flings Corn Kernels and Butter at Zombies Kermelpult. What? Rutschen die dann aus oder was? Oder ist das ein Slow? Ist Butter ein Slow? Eigentlich nicht. Aha, das hat bestimmt mit dem Leitertypen zu tun, der dabei dann ausrutscht und hinfällt oder so, wenn er gebuttert ist. Das kann ich mir vorstellen, aber was es genau sein wird, das sehen wir erst das nächste Mal wieder. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mich unterstützen wollt oder coole Emotes haben wollt, dann könnt ihr auch Kanalmitglied werden. Das Ganze gibt schon ab 1 Euro. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.